Aber was ich Ihnen zeigen wollte, was wirklich neu ist, ist dieses Blatt wesentlich Eckdaten nutzen Ihrer Potenzialanalyse. Das geben wir mit. Wir nennen das Ganze zwischenzeitlich auch Potenzialanalyse, weil der Unternehmer sehen kann, was er für Möglichkeiten, was er für Potenzial letztendlich hat. Und wir fassen das dann, und ich habe immer gesagt, unsere Musterberechnungen, aus meiner Sicht sind es mit Sicherheit die besten, die ihr am Markt bis jetzt gesehen habt, das sind die genauesten, das sind die detailliertesten, die haben die partielle Steuerpflicht, die haben viele Dinge drin, die andere schlichtweg nicht haben oder vielleicht gar nicht machen können. Viele können auch gar keine Renten, können gar keine Rentenberechnung, die sind wirklich sauber durchberechnet, ohne irgend hier einen Makel oder einen Ansatzpunkt. Aber so gut die Berechnungen auch sind, wenn sie vorstellen beim Kunden, wenn sie durch die Berechnung gehen, verlieren sie normalerweise den Kunden. Sie können nur so drüber gehen, vielleicht ein bisschen langsamer, als ich es jetzt gemacht habe, und schau, hier haben wir alle Mitarbeiter aufgezählt, hier haben wir das, was die Mitarbeiter umwandeln, wir berechnen das Worst Case durch, wir lassen jeden bis 67 arbeiten, wir lassen jeden mit 86 versterben bei Rente oder geben jedes mit 65, 67 das Kapital, das Versorgungswerk stirbt aus, keiner fluktuiert und so weiter. Wir nehmen die ganzen Worst-Case-Annahmen und Szenarien. Das kann er schnell durchgehen, dass er sagt, okay, das sind die Annahmen, schau, ist alles durchberechnet, da hat auch einer unterschrieben, dann müsste eigentlich die Musterberechnung durch sein. Und dann machen wir das, und das habe ich neu gemacht, irgendwo Ende des letzten Jahres, sage ich, schauen Sie mal, ich zeige Ihnen mal die wesentlichen Eckdaten von der Berechnung. Das ist auch von uns, das Blatt. Das ist nichts, was Sie machen. Das ist das, was Sie auch mitkriegen. Ich zeige Ihnen die wesentlichen Eckdaten und Nutzen Ihrer Potenzialanalyse. Und da steht dann bloß einmal drüber, folgende Eckdaten ergeben sich aus beiliegender, exakter, finanzwirtschaftlicher, steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Berechnung. Die Berechnung erfolgte unter der Annahme eines Worst-Case-Szenarios, das heißt ohne Fluktuation, ohne Austausch ausgeschiedener Mitarbeiter und mit angenommenen Aussterben des Versorgungswerkes. Und das Versorgungswerk rechnet sich immer dann am schlechtesten, wenn ich es aussterben lasse. Wenn es weitergeht, kommt immer neue Entgeltumwandlung, kommt neues Geld, kommen neue Steuervorteile, dann verschiebt sich natürlich das, wo die Mittel wirklich abfließen, nach hinten. Ist logisch. Kann man auch an Berechnungen schön sehen. Wenn Sie zum Beispiel sehen, im Jahr 2040, wo hier bei Rente das erste Mal was abfließt, da hat der Unternehmer zum Beispiel 9 Mitarbeiter im Ruhestand. Wenn er die 9 ersetzt hat durch 9 neue und jeder wandelt dann auch 200 Euro um, im Monat wieder 2.400 Euro, 24.000, 25.000 Euro Sozialversicherungsvorteil obendrauf, vielleicht haben wir 2040 auch schon höhere Werte, da kommt deutlich Liquidität rein, die natürlich den Abfluss weiter nach hinten verschiebt. Also eigentlich nur, du, wir rechnen hier für dich nicht geschönt, wir rechnen keine Fluktuation rein oder machen Wunderberechnungen, wie es manche draußen tun und machen. Wir rechnen mit einem Zusagezins von 3,25%, den wolltest du haben. Individueller Arbeitgeberzuschuss, je Mitarbeitergruppe, das wolltest du auch so haben, oder steht halt da 50% oder 60% oder 30% für die, 70% für die. Und dann sage ich, schau mal her, wenn du mal das Thema Mitarbeiterbindung, Fachkräftebindung anschaust, dann hast du für den jüngsten Mitarbeiter, haben wir Kapitalzusagen von 129.000 Euro, für den ältesten Mitarbeiter haben wir Kapitalzusagen von 85.000 Euro. Und dann kann einer schon sagen, du, wenn eine Zusage da liegt, für 129.000 Euro, für 50.000 Euro, erhebliche Arbeitgeberleistung obendrauf, dann bindet es einfach. Das wird den ein oder anderen Mitarbeiter einfach helfen oder bewegen, zu bleiben. Schauen wir das Ganze an das wäre das aus dem Arbeitgeberzuschuss, was ein reiner Arbeitgeber bekommt. Mitarbeitergewinnung, ein 30-jähriger Mitarbeiter hält bei einer Entgeltumwandlung von 220 mit einem Arbeitgeberzuschuss von 130 zum gesetzlichen Rentenbeginn eine Kapitalzusage als Entgeltumwandlung von 188 und eine Kapitalzusage aus Arbeitgeberbeiträgen von 111.000 Euro. Einfach mal das zu zeigen, was ein Mitarbeiter erhalten würde. Das heißt, mit dem Versorgungswerk, das sich relativ einfach, relativ glatt mit 4,3% arbeitet. Ich muss bloß schaffen, mit 4,3% ins Verdienen zu bringen. Mein Kontokorrentkredit tilgen, mein Bankkredit tilgen oder durch Wachstum, durch Investition oder vielleicht auch durch eine breit gestreute Anlage am Kapitalmarkt, ab einem bestimmten Zeitpunkt das zu erwirtschaften, dann habe ich nichts draufgelegt. Dann habe ich nichts zahlt.
Den Arbeitgeberzuschuss, den zahlt praktisch der Mitarbeiter aus der freien Liquidität raus. Und das heißt, mit fast 300.000 Euro, ja gut 300.000 Euro sogar, 300.200 sind es, mit 300.200 Euro ist der Mitarbeiter ausreichend versorgt. Und es ist wirklich ein Vorteil bei Vorstellungsgesprächen. Also wenn das da nicht hilft, dann hilft nichts mehr. Okay, es muss alles andere auch passen. Betrieblich Alterssorgen ist mit Sicherheit keine Fußfessel, egal wie gut die sein mag. Aber das ist eine Komponente, das einfach mithilft und was bringt. Also sage ich, schau, das sind mal Eckpunkte, was bringt es, dass er sich einfach vorstellen kann. Weil die Musterberechnung ist auch nicht genauer. Ich weiß ja nicht, ob der Mitarbeiter 220 umwandelt. Vielleicht wandelt er bloß 200 Euro um. Vielleicht wandelt die Mitarbeiterin, wo ich gesagt habe, naja, das ist bloß eine Sekretärin, die wandelt 60 Euro um. Die sagt, du, mein Mann verdient so gut, da bauen wir wenigstens eine eigene Versorgung sinnvoll auf. Ich wandle 200 Euro um. Das kann ja auch passieren, kann ja auch sein. So, dann schauen wir das Ganze an. Finanzierung, Bankenunabhängigkeit. Dann sage ich, okay, in den ersten Jahren haben Sie eine freie Liquidität nach allen Kosten. Also wenn wirklich alles bezahlt wird, nach 5 Jahren von 312.000 Euro, nach 10 Jahren 576.000 Euro und nach 20 Jahren 913.000 Euro. Also nach 20 Jahren hat er hier fast 1 Million nach allen Kosten. Man darf eins nicht vergessen, es ist ein 20-Mann-Unternehmen. Das 20-Mann-Unternehmen, das kriegt auch keinen, sagen wir mal, Konkurrent, der grob über 200.000, 300.000 Euro hinaus geht. Also ich kann sagen, in 5 Jahren ist das Unternehmen spätestens kontokorrentfrei, wenn es eins ist, das durch Wachstum immer ausgelastet ist. Und nach 10, 15 Jahren hat es in der Regel auch bloß mehr keine oder geringe Darlehen. Nach Einrichtung erfolgt der erste Liquiditätsabfluss im Jahr 2028. Okay, das war jetzt durch die Umwandlung. Normalerweise stehen da sogar höhere Zahlen da. Das steht halt nur da, weil hier ein älterer Mitarbeiter Kapital gekriegt hat, dann habe ich einmal Spitze. Dann habe ich einmal Spitze drin. Aber da zum ersten Mal, das müsste im Prinzip ändern, der nächste Liquiditätsabfluss erfolgt dann erst im Jahr 2040. Also das müsste man bei den Kapitalzusagen ein bisschen umgestalten. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt die erste Kapitalauszahlung. Fluktuation, Neuaufnahmen und Fortführung des Versorgungswerks würden Beginn des Liquiditätsabflusses weiter in die Zukunft verschieben.